Frau zurück. Wir haben eine Spur irgendwo im Maschinenraum. Regeln Sie das Terminal ab. Schalten Sie den Strom ab und vergessen Sie nicht Ihre Berichte. Sie müssen wasserdicht sein. Ihre Berichte müssen wasserdicht sein, wenn all das hier vorbei ist. Waits, Ende. Was zur Hölle ist hier passiert? Julia Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von der wütenden Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Hier fällt alles auseinander.
Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Ich will eine Beschwerde erreichen. Bei der höchsten Instanz. Mein Name ist Zachary Watson. Watson. W-A-T-S-O-N. Haben Sie es verstanden? Meine Beschwerde ist das. Die Scheiß-Marshalls. Die sollten uns beschützen. Das ist ihr Job. Irgendwas ist hier bei uns auf der Station und keiner weiß was. Sie haben so Klammern an die Türen gemacht. Abgesperrt. Wie, um niemand rauszuhalten. Ich hab solche Angst. Solche... Folgende Person, Haste. Habe ich das richtig ausgesprochen? Haste? Also wenn Sie mir noch nicht mal Ihren Namen sagen können, dann kann das ewig dauern. Ich will nur etwas über Ihren Chef erfahren. Er hat Sie alle ganz schön in die Scheiße geschubst. Irgendjemand muss doch verantwortlich sein. Ich werde dafür sorgen, dass jemand verantwortlich ist. Nein? Sie sind stur, was? Turner, schalten Sie das Band aus. Vielleicht ist unser Freund hier nur schüchtern. Ganz ruhig. Okay, okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Sie? Axel. Ich
bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Na los, Süße. Sexton Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig. Da lauern so einige Gefahren. Okay? Na los, ich will nicht lange hier rumhängen. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Hey, keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Seid vorsichtig da vorne. Ich habe da Geräusche gehört. Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren Sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. Ich hoffe, Ihr Schiff gibt es wirklich. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort! Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort! Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter! So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Wir hätten das da drüben nicht machen sollen. Ich weiß zwar, dass wir hungrig sind. Das fühlt sich einfach so falsch an. Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich ziehe Sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben.
Hölle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Sie leben hier? Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie noch mal die Gelegenheit kriegen. Ich verstecke mich schon eine Woche hier und warte auf ein Schiff. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Nehmen Sie genug Batterien mit. Aber leuchten Sie nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Hier lang. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Wie wär's, wenn Sie sich umschauen? Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Los jetzt! Es ist nicht ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Fühlst du dich sicher? Ich nämlich nicht. Folgen Sie mir. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Die sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Hast dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen.
Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Hat er sich selber ausgeschaltet? Nein! Jemand ist hier! Sehen wir mal nach. Kommt mit! Los, wir schaffen das. Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre... Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir.